Ja, hallo Freunde. Wir sind wieder bei den sandgepeitschten Ruinen, der gute Stefan und ich. Ja. Und dann drehe ich mich hier so um und denke, hä? Leuchtestein. Leuchte Stein, 3, 2, 1. Is the home of the Scourge Stone, Bonded One. Here you will spend your days in service to the divine element and the one who protects it. It is a great honor to you and to all your kind that we allow such access to our most holy sites. Be thankful, slave, for the alternative is a screaming death on a bloody altar. Okay. Also, dann sind wir mal dankbar für einen schreienden Tod auf dem blutigen Altar. Ja, viel auf voll der Alter. Voll der Alter. So. Gut, ich bin schlau. Ich habe wieder kein Häutemesser mit und also das erste Mal jetzt. Und ich habe wieder keine Fackel mit. Das heißt, Stefano ist mal bitte so lieb und leuchtet uns den Weg. Soll dir heimleuchten? Bitte. Oder mir auch einleuchten. Mir so egal. So. Jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Ich habe sicherheitshalber eine Sandsturmmaske mit. Ja, dabei habe ich auch eine. Das ist aber blöd mit der Fackel, ne? Ja, es ist, da hinten geradeaus steht einer. Ja, kann er ja auch mal hingehen. Kennst du die Fackeln zufälligerweise? Die kennst du doch. Ja, die War kenne da. ich. Naja. Ich sehe fast gar nichts vor diesem Kacksturm hier. Abend, junger Mann. Hallo? Petro, der... Petruso, der Sandsturmverrückte. Eventually, a man happened along and said, "You mad fool, what are you doing in this sandstorm?" The mad fool replied, "Your turn to talk, fool." Singing sands, stinging sands, singing, stinging, ringing sands, fighting sands, biting sands, fighting, biting, smiting sands. Exiled lands, reptile lands, exiled reptile, defiled lands. Seven Okay. prophets went to war, bearing all their Was kann man da treasures. jetzt, wieso kann ich da One was was kaufen? caught Also, by ich kann es Hoth, nicht kaufen. and soon it was only six. Six prophets went a climbing Ach nee, to jetzt get above hier the sieben Hoth. Prophets, sechs Prophets, One okay. was stung by locust's wings. Then 12 and 5. Five prophets went a crawling beneath the city floor. One went mad with power, and soon there were just four. Four prophets went a dancing beneath the corpse fruit tree. One climbed up and stayed there, leaving just the three. Also Three prophets went a fighting through the pirate's crew. One became Soon there were just two. Two prophets went a wandering beneath the burning sun. One got lost in a sandstorm and left the other. One prophet went a gathering for the artifacts of yore. He put them all together. Okay, also es geht wohl hier um das Herz der Sande, das man aus Geißelsteinen bekommen kann und dafür Warte braucht man mal. wohl. Ganz kurz. Okay. Und
dafür braucht man wohl ein schattiges Geißelsteinfragment, ein abgesplittertes Geißelsteinfragment und ein abgebrochenes Geißelsteinfragment. Ich weiß noch nicht, ob man die alle und braucht oder ob man die oder braucht. Jetzt ist dann nur noch die Frage aller Fragen, wo bekommt man den Spaß her? Na, hier kaufen, ne? Nee, hier kaufen kannst du dann das zusammengesetzte Fragment. Ach so. Wenn du ihm die Einzelteile bringst. Ach so. Die Frage ist jetzt nur, wo kriegt man die Einzelteile her? Vermutlich nicht von hier. Nee. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um. So wie das hier ausschaut, ich schaue mich auf der rechten Seite um, also rechts Richtung Ausgang. Sieht aus wie dein Gott aus, also sieht aus wie dein Gott. Naja, die, die Vasen, der ganze Rest eigentlich eher nicht so. Ja klar, Schlangen ohne Ende. Ja, doch, die Sandkatzen. Ja, ja, doch, schaut ein bisschen aus wie, Seth. Ja. Aber ansonsten von der Bauart her schaut es aus wie die verlorene Stadt oder die namenlose Stadt. Ja. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, nachdem das ja auch hier quasi geistig ist. Die heißt nicht mehr die namenlose Stadt, ne? Die heißt nicht mehr namenlos? Weißt du, wie die jetzt? Nein, weißt du, wie Casey sie erklärt er nicht möglich. Weißt du, wie Casey sie genannt hat? Nein. Tighty Town. Tighty Town. da laufen übergroße Skorpione rum und große Fledermäuse und untotes Gezücht. Tighty Town passt irgendwie. Was frech, ey. Ja. Jetzt hat man hier wieder das Geruppel. Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht, muss ich dir ehrlich gestehen. Naja gut, es, wir wissen was, was wir vorher nicht wussten und wissen trotzdem nicht wirklich viel mehr. Von dem Ankündigungssteine habe ich jetzt irgendwie einen Bossgegner oder irgendwas erwartet. Ja, ja. Ich hätte gerne einen gehabt. Stirb. Es ist also die Frage aller Fragen ist, wo bekommen wir die Geißelsteinfragmente her? Naja, eben. Das nervt mich. Ich will das jetzt wissen. Ja, es ist, Ich habe mich extra schick angezogen, Mann. Wir können ja einen Ausflug in die, namenlose Tighty Town machen. Und dann? Da waren wir ja erst. Wir waren dran, nicht drin. Stimmt. Also das war etwas, was wir weder vor noch nach dem Update gezeigt haben. Das war eins von den größeren Geschichten, die wir ausgelassen hatten. Die namenlose Stadt und den Black Temple haben wir nicht betreten bisher. Und an beidem führen uns jetzt wohl unsere Wege hin. Also zum Black Temple, da müssen wir dran vorbei, wenn wir ins Vulkangebiet wollen. Mhm. Nicht unbedingt rein, aber zumindest dran vorbei. Mhm. Schön, dass du gewartet hast, Mann. Ja, natürlich. Ich spiele hier dabei mit dem Krokofanten. Mhm. Ja. Ja, und die Fragmente würde ich tendenziell tatsächlich in Tighty Town suchen. Da gibt es allerdings auch viel Ungemach. Ja, das ist ja auch kein Problem. Was hältst du davon, wenn wir so ganz kleine Vorbereitungen treffen würden? Wenn wir uns ein paar Fundamente einpacken, ein paar Wände und wir bauen uns da in der Nähe so was Kleines hin. Nur, dass man da, wenn man sterben sollte oder da auch spawnt oder so. Nur so, nur was ganz Kleines, so wie wir das damals auf dem Weg in den Norden gemacht haben. Vier Wände und tschüss. Ich bin gerade am überlegen, wie weit das von der alten Catbase weg ist. So die zukunftstechnisch, ja, die kaputte, dass man sagt, okay, man baut die wieder zumindest dicht, stellt da wieder eine Handvoll Betten rein und
Du hast die Cat Base, die Tier 2 Base. Ja, ist aber alles irgendwie nicht so wirklich nah dran. Nee, deswegen lass uns doch einfach nur ein paar Wände und dann ab. Das dichteste zugangstechnische wäre die alte Cuddy Base. Was dran ist, ist aber auch gute Meile zu gehen dann noch von da aus. Nee, ich finde, Ich finde, wir nehmen uns einfach nur jetzt ein paar Wände und dann ab. Also 4 Foundations, 3 Wände und eine Tür. Und 2 Betten. Ja. Ja, das können wir machen. Das müssten wir halt mal kurz zusammenbasteln. Das ist ja eigentlich relativ flott gemacht. Ne? Und ich habe auch, oh Mann, ruckel nicht. Eigentlich hätte ich alles noch dafür da, dann nehmen wir die Holzsachen. Ich habe ja ein bisschen vorbereitet. Es ist ja alles ein Bild. Nicht einfach so Steinzeugs, ja? so ganz billiges Zeugs? Ach, obwohl kann ich jetzt auch machen. 4 Foundations? Ja. Warte. Ich muss mal den ganzen Krempel, den ich jetzt hier aus den Viechern rausgezogen habe, hier kurz wegräumen. Eins, zwei, drei, vier. So, dann brauchen wir. Dann brauchen wir einen Türrahmen. Drei Wände, ne? Jo, ne, Moment, nee, ein bisschen mehr. Wenn wir 4 Foundations haben, brauchen wir. In Summe wären das 8 rundrum, das heißt 7 Wände und eine Tür. 7 Wände und eine Tür. Wenn ich mich nicht verzählt habe, ja. Einfach nur, damit wir mal so rundrum dicht kriegen, wenn wir 4 Foundations dabei haben. Willst du auch eine Decke drauf haben? Nö, brauchen wir eigentlich nicht. So. Packen wir auch da rein. Reißzähne brauchen wir gar nicht. Gut. So, was soll denn das? So, 4 mal. So. Schön, wie die ganzen von Champs hier rumsitzen. Wenigstens haben sie unterschiedliche Frisuren. Ja, ansonsten könnte man meinen, das wären Zwillingsschwestern, wenn sie schon den gleichen Namen haben. Mhm. Aber die eine hat glatte, lange Haare und die andere hat einen Zopf. Das stimmt. Finde ich gut. Dann müssen wir hier hinten auch noch eine von Shem hinsetzen. Die Frage ist, also ich habe jetzt eigentlich alle, eine Tür wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Eine Tür wäre vermutlich ganz prickelnd und Betten. Türen brauche ich jetzt. Holz ja, und... Und ein Schrank. Warte mal, Zwirn, Tierhaut und geformtes Holz. Mache ich mal eben. Ist ja alles eigentlich reichlich da. Was, wir haben Tierhaut da? Echt? Okay. Ja, ja klar. Ich packe die Tierhaut ja, immer gleich in den Gerber rein. Ach so. Deswegen wundert mich das. Also Tierhaut habe ich echt überhaupt nicht auf Vorrat, auf Halde. Okay. Das bedeutet eigentlich, ja, für die Waffe ein bisschen schwarzes Eis mitnehmen eigentlich, ne? Ja, da müsstest du aber auch, auch gehärtetes Leder und so weiter mitnehmen. Aber meinen Bogen repariere ich auf jeden Fall nochmal, weil ich weiß, da laufen eine Handvoll Skelette rum. Und dann ist ja die Frage, was für eine Rüstung? Möglichst stabil und Schutz vor Hitze. Ja, dann lasse ich die ich jetzt habe, einfach an. Ja. Also die Skelette hier unten tun uns jetzt, glaube ich, nicht so sehr weh. Die müsste man mit dem Bogen eigentlich gut weggenatzt kriegen. Hm? Wobei ich hier natürlich in der namenlosen Stadt auch noch nicht drin war. Namenlose Stadt ist eigentlich High-End-Content. Also eigentlich genau richtig für unser Level.
Da läuft auch ein Drachen rum, den sollten wir. Zumindest lief da früher immer ein Drachen rum. Ob der jetzt immer noch rumläuft, weiß ich nicht. Den sollten wir vielleicht nicht unbedingt ärgern geben. Okay. Ja, der hält relativ viel aus. Und den sollte man nur angehen, wenn man auch entsprechend mit Bogen, Ersatzbogen, ausreichend Pfeilen und einer Strategie ausgestattet ist. Und mindestens eins davon fehlt uns. Okay. Warum ist das jetzt nicht zu Ende repariert worden? Was hast du denn repariert? Mein mehr gehärtete Stahlbarren erfolgt. Nein. Oh nein, haben wir nicht mehr. Warte mal, Eisen braucht Stahlfeuer. Hier sind Stahlbarren. Nee, warte mal, was brauchen noch die Stahlbarren? Schwefel. Schwefel. Tja, habe ich reingetan. So. Ja, ich weiß, dass ich überlastet bin, aber es ist mir ja egal. Dann kann ich da nochmal ein paar Eisenverstärkungen anschmeißen. Na komm. Ja, es dauert jetzt einen kleinen Moment. Hast du zwei Betten gemacht? Ja, ja. Willst du mir was abnehmen? Bist du super? Ja, kann ich gerne machen. Kannst du auch gleich. Nur einmal die Verstärkung hier einschmeißen. Olga, hier. Du hast gleich Doppelbetten gemacht. Klar. Dann hoffe ich mal, dass der Platz reicht in dem kleinen 4x4-Ding. Ja. Für zwei Doppelbetten. Eine Horde von Dafari-Kannibalen erkundet dein Land. Okay. Wo macht das denn? Ach, direkt bei uns um die Ecke. Da müssen wir jetzt da bleiben. Was jetzt echt? Hier. Oh, was? Die Kannibalen kommen in 15 Minuten hierher. Oh, Mann. Kindergarten hier wieder, ey. Na gut, dann packe ich mal den Stuff, den ich hier habe, da rein. Ja, aber das sind viele, viele Seelen für deinen Gott. Das heißt, du kannst sie alle bekehren. Na, das stimmt. Ja, also wir werden sie jetzt lieb schlafen legen und dann kannst du sie mit deinem Holzkreuz verprügeln und danach glauben sie an deinen Gott. Wo also, habe ich das jetzt überhaupt hingetan? Weiß ich nicht. Ah, halt, da. Ja. Das ist doch lieb, wenn die zu Missionierenden direkt zum Tempel kommen. Die sind, das heißt, die sind bestimmt auf Pilgerfahrt. Das heißt, hier vorne, glaube ich. Ja, richtig. Irgendwo hier wollen sie ankommen. Jetzt ist bloß die Frage, ob sie tatsächlich auf der Insel spawnen oder ob sie... Ich denke, weil da, wo ich stehe... Ja, aber das Hyänenrudel war ja auch auf der Insel eingezeichnet und... Doch, ich stehe genau drauf, die spawnen hier. Ja, dann komm aber mal zurück, damit sie sich da auch wirklich trauen. Das dauert ja noch. Ja, natürlich dauert das noch. Ich meine, das werden wir wahrscheinlich vermutlich diese Aufnahme sowieso nicht mehr erleben. Wenn sich der Kampf dann wieder ewig hinzieht, dann würde das eine Monsterfolge werden. Ja. Ja, lass die in vier Wellen kommen, die Kasperköppe. Kacke. Wie man hier hochhüpfen kann. Ich finde das. Ja gut, ja, dann sag ich jetzt erstmal trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Ja, was jetzt schon? Nee, also jetzt brauchen wir noch nicht mehr so. Ja, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Nein, wir sind noch nicht bei 20 Minuten. 18, 19 Minuten, genau. Ja, da kann man dann doch noch hier, haben wir noch Ziegel. Was? Ja, dann kann ich doch da drüben noch ein paar Stempel für meine Hütte bauen. Ach, hier ist gar kein Holz mehr drin. Das ist ja blöd. Ja, Moment. Das haben wir gleich. Wir können durchaus noch was Sinnvolles tun, bevor wir hier einfach Hals über Kopf das Gebäude verlassen, das Spiel und so. So, das heißt, ich schmeiß hier Ziegel an. So, und na gut, okay. Bis zum nächsten Mal, wenn wir dann die Dafari-Menschenfresser zum Mithra-Glauben bekehren. Also,
Danke fürs Zuschauen und danke. Tschüss.